Wie viele Schläge brauchst du noch? Ich bin schon fertig. Ach so. Wie immer. Wir haben vier Servicepunkte und da könnt ihr euch stärken und erfrischen. Noch ein kurzer Hinweis, bevor der Jürgen dann den Start freigibt. Wir fahren jetzt geführt, 2 Kilometer fahr ich mal, bis zum Pressetermin, weil die ein schönes Foto machen will. Und dann fahre ich weg und dann könnt ihr zügig weiterfahren. Die Strecke ist ordentlich ausgeschildert, also kommt gut hier wieder an. Schöne Fahrt und viel Spaß. Ja, mein Freund. Dann ist das logische Sachen. Und zwar auf der großen Tour, durch Baumaßnahmen gibt es 3 Streckenänderungen. Ihr kriegt da eigentlich gar nichts mit, es ist anders ausgeschildert, bloß wenn ihr die Streckenpläne verfolgt oder da noch fahren wollt, das ist an 3 Stellen nicht möglich. An den Verpflegungspunkten liegen noch einmal geänderte Karten aus, da könnt ihr euch noch informieren. Es ist vor allen Dingen Stützengrün, das ist nach der zweiten Verpflegung. Da geht es links weg. Wie leiden? Also danach im Kreisverkehr rechts halten. Das gilt nur für die 85er, die geht dann weg. Das geht nicht. So,
Das war es eigentlich gewesen. Irgendwo ist live auch nochmal Richtung Klingen da ein bisschen Schotter, Schmidt aufgezogen, aber es hat sich schon ziemlich reingefahren. Werden wir aber sehen. Also macht schön vorsichtig überall und dass nichts passiert. Trinken nicht vergessen. Und ja, schön trinken heute, wenn es schön warm wird. Das wisst ihr ja, denke ich, dass es einfach. So, seid ihr alle fertig? Ja, auf die Plätze, fertig! Auf, auf! Ja, wir verpassen die Spitze. Auf Wiedersehen. Na, junge Frau, geben Sie doch mal einen Zwischenbericht. Guten Tag, erst einmal. Ja. Hier ist Vogtland Radio, Vogtland Fernsehen. Und wir sind hier das Bedienungspersonal für eine Radtour, eine Marathon-Tour. Wir warten auf die nächsten. Und wir haben schon sehr, sehr viel an Essen abgegeben. Wir verschenken ja. Ich hoffe, das kommt mit dem Beitrag wieder rein.
Ja. Und naja, wir warten halt auf die nächsten. Dankeschön, dankeschön. Meter links, vorne links. Und jetzt gut, nicht ganz so. Ich bin nicht mehr so lange trainiert, das machen wir so 3 Stunden und so und dann ist das Ding gleich. Dann hast du ja eine Entkoffinier, also Entkohlen, ist da keine Kohlensäure. Dass er so wird. Ich habe vorhin schon gesagt, da saß jetzt vor Dietmar schon ein halbes Jahr in seinem Kämmerlein, hat sich gedacht, was für fiese Dinge kann ich mir hier alles einbauen, lassen die mal hier alles einbauen. Nee, das hat ja Jürgen gemacht. Die Strecke, die hat Jürgen gemacht. Ich sag mal, irgendwie ist das ein Jung rund in Weißschwitz. Also ich meine, wir haben geholfen. Ne? Ja, sehr gut, ne? Ja. Ja, bloß heute schon besser als gestern. Ne? Na gut, das kam jetzt aber nicht so. Ja, alles klar. Wunderbar, das ist das Abschlussbild. Abschlussbild! Alles klar!